Heute geht es um versteckte Zahlen, also um Zahlenrätsel. Stellt euch vor, ich denke mir eine Zahl. Zu dieser unbekannten Zahl addiere ich 10. Dann multipliziere ich das Ergebnis mit 10. Was da herauskommt, davon subtrahiere ich 10. Und am Ende dividiere ich durch 10. Wenn ich das alles gemacht habe, dann erhalte ich die Zahl 14. An welche Zahl habe ich gedacht? Nun gut, schauen wir uns das mal an. Man weiß auf jeden Fall, am Ende haben wir die Zahl 14. Was ist passiert? Wir haben vorher durch 10 geteilt. Und die Zahl vorher, von der haben wir 10 abgezogen. Die Zahl vorher haben wir mit 10 mal genommen. Und davor haben wir 10 hinzuaddiert. Zu der unbekannten Zahl. Ich kenne sie ja immer noch nicht. Aber jetzt könnte ich ja versuchen, rückwärts zu rechnen und die verschiedenen Rechenoperationen rückgängig zu machen. Okay, also, ich habe eine unbekannte Zahl durch 10 geteilt und 14 erhalten. Naja, welche Zahl könnte das gewesen sein? Die 140. Und ihr seht, wenn ich also die 14 mal 10 rechne, dann bekomme ich die 140 und umgekehrt, wenn ich die 140 geteilt durch 10 rechne, dann habt ihr die 14. Also die Rechenoperation geteilt durch 10 kann ich rückgängig machen, indem ich mal 10 rechne. Mal ist also das Gegenteil von geteilt. Das wisst ihr natürlich alles schon. So, mit dem gleichen Trick können wir weiterrechnen. Der vorletzte Schritt, da haben wir minus 10 gerechnet. Das Gegenteil von minus 10 ist plus 10. 140 plus 10 ergibt 150. Machen wir mal 10 rückgängig. Dafür nehmen wir geteilt durch 10. 150 geteilt durch 10. Achtung, Profitrick. Geteilt durch 10 bedeutet, eine 0 wegnehmen, erhalten wir 15. Ja, und wie können wir plus 10 rückgängig machen? Ganz einfach mit minus 10. So, 15 minus 10 ist 5. Das ist also die unbekannte Zahl, die Zahl, an die ich am Anfang gedacht habe. Okay, probieren wir das nochmal aus, ob das auch wirklich stimmt. Ich starte mit der 5 und ich rechne 5 plus 10. Dann erhalte ich 15. So, jetzt nehme ich die 15 und rechne mal 10. Dann bekomme ich 150. Ich nehme meine 150 und rechne minus 10. Dann bekomme ich 140. Und jetzt benutze ich den Profi-Trick nochmal und rechne 140 geteilt durch 10 ist 14. Und ihr seht, Zahlenrätsel gelöst. Probieren wir mal aus, ob das auch an einem zweiten Beispiel funktioniert. Also, ich denke mir eine Zahl. Dann multipliziere ich die Zahl mit 5. Dann multipliziere ich das Ergebnis mit 3. Das Ergebnis multipliziere ich mit 2 und
Das Ergebnis multipliziere ich mit 4. Und am Ende habe ich die 360. Das könnte etwas einfacher sein, sogar das Rätsel, weil hier habe ich ja nur eine Rechenart, nämlich mal nehmen. Und ich weiß ja schon, das Gegenteil von mal ist geteilt rechnen, dividieren. Probiere ich es aus. 360 ist meine Zahl am Ende. Ich habe mit 4 mal genommen. Davor habe ich mit 2 mal genommen. Davor habe ich mit 3 mal genommen. Und davor habe ich mit 5 mal genommen. Rechnen wir rückwärts. 360 geteilt durch 4, um mal 4 rückgängig zu machen, ergibt 90. 90 geteilt durch 2, um mal 2 rückgängig zu machen, ergibt 45. 45 geteilt durch 3, um mal 3 rückgängig zu machen, ergibt 15. Und 15 geteilt durch 5, um mal 5 rückgängig zu machen, ergibt die 3. So, testen wir das. 3 mal 5 ergibt 15. 15 mal 3 ergibt 45. 45 mal 2 ergibt 90. Und 90 mal 4 ergibt 360. Zahlenrätsel gelöst. Ja, jetzt könnte man hier auf die Idee kommen, weil man ja die ganze Zeit mal rechnet, dass es vielleicht eine Abkürzung gibt. Und für alle Leute, die Lust haben, die Abkürzung noch zu sehen, erkläre ich die mal kurz. Also, angenommen, ich wollte von der 3 gleich zur 360 kommen. Was müsste ich auf dem Weg tun? Nun, mal 5 mal 3 mal 2 und mal 4 rechnen. 5 mal 3 mal 2 mal 4 ergibt aber 120. Ich habe also meine unbekannte Zahl eigentlich mal 120 gerechnet und habe dann die 360 bekommen. Die Abkürzung ist also, ich rechne statt mal 120 gleich geteilt durch 120 und 360 geteilt durch 120 ergibt 3. Auch hier finde ich jetzt also, die gesuchte Zahl ist 3, aber ich bin mit einem einzigen Schritt von mal 120 rückwärts gegangen und habe geteilt durch 120 gerechnet. Viel Spaß mit den Zahlenrätseln!